Fliegende Untertassen schweben auf die Erde herab. Alles begann mit diesen Lichtern über den Dächern der Stadt. Mama, was ist das? Ein Flugzeug, das kennst du doch, Schatz. Aber dann wurden es immer mehr Lichter, je später die Nacht. Irgendwas stimmt nicht. Und sie knipsten den Fernseher an. Bilder von Panzern und Soldaten mit Gewehren in der Hand. Die Experten sagten, das wäre die letzte Instanz für den Fall, dass man keinen friedlichen Kontakt herstellen kann. Beim Lärm der dritten Explosion war dann jeder hellwach. Ohren zerberstender Krach, Feuerwerke am Himmel, so grell als wäre es Tag. Raketen detonieren, blinkende silberne Scheiben gehen im Brand und regnen herab. Am Anfang dachten wir noch, wir wären die Gewinner der Schlacht. Dann stiegen die Außerirdischen aus ihrem brennenden Wrack und es ging bergab. Sie versklavten die Menschheit in 10 Tagen. Unzählige Leichenberge lagen gestapelt auf den Straßen, bewaffnet Gestalten mit bestialischen Tentakeln. Bewachten die Gefangenen in KZ-artigen Zeltlagern. Und am Tag der großen Exekution versammelten sich alle Aliens und sangen einen Song und der ging so: Ich bin wie du, du bist nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich hab Angst vor dir, deshalb mach dich kaputt. Jetzt Schluss, jetzt, ich muss jetzt Schuss. Ich bin wie du, ich bin nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich hab Angst vor dir, deshalb mach dich kaputt. Jetzt Schluss, jetzt, ich muss jetzt Schuss. Hey. Wären die Aliens nicht angekommen, hätten wir selber in die Hand genommen. Was red ich da? Wir hatten schon lang begonnen. Weltkriege, Abschlachtung, Genozide, Massenmord. Was ein abgefuckter Ort, überall nur Hass und Zorn. Mama, sind das Flugzeuge? Nee, das sind nur ein paar Drohnen. Siehst du die Soldaten kommen? Hörst du, wie die Panzer rollen? Auf diesem Planet wohnen zu viele Menschen, Mann, das Fass ist voll. Wurde Zeit, hier mal aufzuräumen. Weiß nicht, ob wir uns bei den Außerirdischen nicht vielleicht bedanken sollen. Ganz ehrlich, ich sag mal so, ist doch besser als davor. Die Menschheit war uns eine zu große Verantwortung. Yeah. Alles, was wir taten, mündete nur in Gewalt und Blut. Die Nachrichtenagenturen fütterten die Angst in uns. CSE, HIV, NSU, Verfassungsschutz, Saddam Hussein, Bin Laden, Mohammed-Karikaturen. Der Mensch besaß zwar sowas wie eine Art Vernunft, doch die reichte nur dafür aus, dass er noch bessere Waffen schuf. Noch stärkere Überwachung, noch strengere Passkontrollen, egal wo man hinsah, alles wurde regiert von blanker Furcht. Yeah. Bürger marschierten für das Abendland unterm Hakenkreuz. Yeah. Parallel dazu erschossen weißer Koppen, schwarzen Jung. Währenddessen wurde jemand gefoltert in Guantanamo. Yeah. Und ISIS-Kämpfer köpften Christen in orangenem Kostüm. Unsere Geschichte bestand nur aus Sklaverei und Krieg. Wir waren uns zu fremd, um uns anzusehen als Kollektiv. Yeah. Und als Kolumbus in Amerika ankam, zückte er seine Knarre und sagte dann zum Indianer: Was? Ich bin wie du, du bist nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich hab Angst vor dir, deshalb mach dich kaputt. Jetzt Schluss, jetzt, ich muss jetzt Schuss. Ich bin wie du, ich bin nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich hab Angst vor dir, deshalb mach dich kaputt. Jetzt Schluss, jetzt, ich muss jetzt Schuss. Ich bin wie du, du bist nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich hab Angst vor dir, deshalb mach dich kaputt. Jetzt Schluss, jetzt, ich muss jetzt Schuss. Ich bin wie du, ich bin nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich hab Angst vor dir, deshalb mach dich kaputt. Jetzt Schluss. Auszuruhen. Plötzlich überall Lichter. Was ist da laut? Was spricht da? Ihr seht anders aus als ich. Jungs, das wird mir zu gefährlich. Ihr schießt mich runter und ich wehr mich nur. Dann heißt es du oder ich. Ja, dann entscheide ich mich für mich. Peng.